Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Schau mal Quickie-Projekt. Das Spiel, das wir uns anschauen werden, ist das da, und zwar Wings of Fury für den Commodore Amiga. Das Spiel habe ich vor Ewigkeiten mal reviewt. Wings of Fury ist ein Side-Scrolling-Action-Spiel. Ist 1987 ist hergestellt worden. Die Programmierer oder der Programmierer war Steve Waldo, und veröffentlicht worden ist das Spiel von Brotherband. Es wurde original, wie gesagt, 1987 gemacht für den Apple II Computer, aber in den folgenden Jahren ist das Spiel dann 1989 für den Sharp X68000 rausgekommen, dann 1990 für den Commodore Amiga, für den C64er, Amstrad CPC, PC-DOS und PC98, und 1999 hat es dann ein Re-Release gegeben, und zwar für den Game Boy Color. Jo, in dem Spiel befinden wir uns im Zweiten Weltkrieg im Pazifik. Wir spielen für die Amerikaner, fliegen mit einer F-6F Hellcat und erwehren uns unserer Horde gegen die japanischen Mächte und Kräfte. Lustigerweise, wenn ich mich richtig entsinne von meiner Review damals, die PC98 Variante, da haben sie es lustigerweise umgedreht, dass du fürs japanische Kaiserreich gekämpft hast und gegen die Amerikaner. Echt? Da bist du mit einer Zero durch die Gegend geflogen. Unlimited Software Incorporated hat da auch was gemacht. Oder beziehungsweise die haben, glaube ich, die Konvertierung gemacht. Das bilde ich mal ein, waren ja auch, die haben mitgemacht bei Test Drive 2, glaube ich. Richtig, ja. Oder waren das die Test Drive 2 gemacht haben? Jo, hier können wir uns jetzt den Rang auswählen, / die Missions- oder die Kampagne, je nachdem, welche wir machen. Midship ist ganz einfach, NSYNC wird ein bisschen schwieriger. Ab Lieutenant Junior Grade kommen die Schiffe dazu. Mhm. Ich würde sagen Ensign oder Lieutenant Junior Grade. Eins, ja, von die zwei würde ich nehmen. Und was kommt bei Lieutenant Commander? Und das wird immer schwieriger. Da hast du auf einmal gegen zwei Schiffe kämpfst. Mhm. Das ist ja das Nächste. Deswegen habe ich es ja gemeint, von wegen, das sind Kampagnen, so auf die Art, weil wenn du auf irgendwas draufklickst, haben diese Kampagnen, weil es sind keine richtigen Kampagnen, es sind Missionsgruppen, mehr ist nicht. Hast du zwischen 2 und 4 Missionen, dass du diesen Grad halt eben schaffst. Ja. Und dadurch, dass wir heute nicht einmal wahrscheinlich eins wirklich spielen oder durchspielen werden, würde ich annehmen, dass wir entweder Lieutenant Junior Grade, ja, nehmen oder Ensign. Ja, okay. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich Demo-Modus. Ja, da ist zum Beispiel Commander, Mission 1, 2 Inseln, 2 Schiffe. Schiffe, ja. Heißt so viel, auf den Inseln hast du halt eben, ist ein Stützpunkt von einer, und du hast Flugabwehrbunker gibt's da drauf, es gibt Baracken gibt's drauf, und je nach Schwierigkeitsgrad gibt's dann Flugfelder noch drauf und gepanzerte Geschützstellungen, die ebenfalls gegen Luftabwehr sind. Genau. Die Japaner können Flugzeuge starten, gegen die müsste man dann auch noch kämpfen in der Luft. Genau, richtig. Und es ist halt eben das, von wegen auf den Inseln, die Flugfelder sind geschützt mit einem Netz. Das heißt, die Flugzeuge am Boden kannst du nicht zerstören. Das gleiche gilt eigentlich auch auf Flugzeugträgern, weil bei den Schiffen gibt es halt eben Zerstörer, glaube ich, sollen das sein, und Flugzeugträger, oder sind Schlachtschiffe, keine Ahnung was. Auf jeden Fall, ein Flugzeug auf dem Boden kann nicht zerstört werden. Auf den Inseln hast du halt eben die Baracken und die normalen Geschützbunker, die kannst mit den Bomben zerstören, zumindest kurzzeitig die Bunker. Ja, geht mit Raketen und mit Torpedo theoretisch auch. Eigentlich auch, ja, richtig. Weil das sind die drei Waffensysteme, die man hat, zusätzlich zu den... Genau, das tust du am Anfang auswählen. Machen wir das kurz. Du kannst entweder 30 Bomben laden, einen Torpedo oder 15 Raketen. Raketen sind irrsinnig schwierig abzufeuern, beziehungsweise mit denen was zum Treffen, weil du hast keine Zielführung oder irgendwas, das sind nur welche, die schießen nach vorn, und je nachdem, in welchem Sturzflug du dich befindest, kannst du halt eben mehr oder weniger zielen. Die Bomben fallen normal runter, ist eh klar, und bei den Torpedos musst du
weil die halt eben ja gegen Schiffe sind und im Wasser abgeworfen werden, musst du sehr knapp an der Wasseroberfläche entlang fliegen und solltest so kurz wie möglich vor dem Ziel ausklinken. Gegenstück wiederum, die feindlichen Flugzeuge, die unterwegs sind, zu 99% jagen sie dich und versuchen dich mit den Maschinengewehren abzufeuern. Das gleiche kannst du auch machen, wenn du die richtigen Flugmanöver einleitest. Aber hier und da und je nachdem, in welchem Schwierigkeitsgrad man spielt, und ich mache das gerade wie ein Rapper, warum auch immer, da zum Beispiel taucht jetzt, wunderbar, ist jetzt gerade ein Pfeil auftaucht unten im mittleren Ego-Fensterchen. Das heißt, von links kommt jetzt gerade ein Feindflugzeug, was ein Torpedo drauf hat. Ist ja wohl, spür mal kurz, schaut, ob du das Ding abfangst. Nimm da irgendwas. Du musst jetzt das Flugzeug abfangen. Weil man nämlich den Torpedo im Wasser, wenn der, also am gescheitesten ist, du fangst das Flugzeug vorher schon ab. Wenn das Feindflugzeug es schaffen sollte, ich habe darauf gewartet, dass du nicht starten kannst. Nein, es ist... Er ist schon da. Er hat ihn schon abgeworfen. Pass auf, jetzt müsste gleich der Torpedo kommen. Weil es ist schon der Pfeil weg, das ist der Torpedo. Ja, es ist umgekehrte Steuerung. Ich bin gewohnt, beim Flugsimulator tritt man zurück, dann geht's rauf. Aber nein. Also mit links und links rauf, weil du gibst dann, also in die Richtung, wo du schaust, gibst du Gas in die Richtung. Ja, das schon. Und dann musst du rauf drücken in die Richtung, aber wo rauf, du fliegst. Ja, eben, aber es ist nicht so wie bei dir. Ja, na, wenn du. Um es vielleicht noch kurz anzusprechen, weil du hast das ja, glaube ich, schon mal reviewed. Ja. Eben, also warum wir das jetzt noch einmal machen. Naja, nicht jeder muss sich die Review das anschauen. Nein, deswegen, ja, ich sag's nur, aber außerdem gibt vielleicht doch den einen oder anderen Zuschauer, der sagt, das gab's ja schon mal bei dir. Also es war extrem, oder eins der Lieblingsspiele in unserer Kindheit, das wir gerne gespielt haben. Und deshalb, ja, bitteschön. Nein, ich habe mir jetzt nur gedacht, von wegen, dass wir es jetzt so machen. Red ruhig weiter. Ich schaue jetzt, dass ich die zwei Leben noch... raus, weil ich habe gerade probiert mit Escape, dass wir das skippen, weil wir haben es uns nicht ausgesucht, das ist Commander, ich will jetzt auch nicht Commander spielen. Achso, ja, okay. Ja. Deswegen will ich schauen, dass ich die zwei Leben da ab. Und eben, das Wings of Fury war eins der Spiele, das wir auch extrem gern gespielt haben, man kann es leider nicht zu zweit spielen, aber wir haben es trotzdem miteinander abwechselnd gespielt und so. Und das ist auch einer der Titel gewesen, den wir, glaube ich, relativ früh gehabt haben. Kann schon sein, also das, ich wüsste jetzt nicht mehr, wann wir das gekriegt haben, das erste Mal. Aber immer wieder angespielt, natürlich haben wir dann eine Variante gehabt mit diversen Cheats halt eben drinnen. Einen Cheatcode, den es da gibt. Oder gibt es einen Cheatcode, ja, was auch immer, wo man dann halt eben unendlich Munition hat, also was die Bomben, Torpedos oder Raketen angeht, beziehungsweise unverwundbar ist und so. Da ist eh noch meine Highscore ist noch drinnen von damals. Naja, wo ich die Review gemacht habe, habe ich es ausgiebiger gespielt und ich habe sie ohne Cheat gespielt. Aber es ist noch drinnen halt eben. Na, der Cheat. Man wird natürlich auch angeschossen von Bodenpersonal, halt eben von Geschützen oder so. Lieutenant. Machen wir das. Okay. Du spielst jetzt da und ich schaue, dass ich noch weiter erkläre, sofern es was zum ich werde schauen, dass ich so viel wie möglich erkläre. Halt eben. Gut, es ist eh schon jetzt mördermäßig, die Mission 1, wir haben drei Inseln und ein Schiff. Bei mir ist normalerweise das, ich schaue immer, dass ich das Schiff gleich als erster wegkriege. Mhm. Ich weiß nicht warum, das ist einfach so. Also rauf ist rauf und runter ist runter. Na, direkt rauf und runter solltest du überhaupt nicht. Nicht, ja, ich weiß eh, ja, na gut, bin ich normalerweise mit. Wenn es so ist, dann musst du dann halt eben langsam raufgehen. Du das musst so eine Kreisbewegung machen. Schiff musst genug, ist rechts, glaube ich, oder? Was? Schiff ist rechts, oder? Das werden wir dann sehen, das musst du rausfinden. Du musst hinfliegen. Aber wenn du jetzt dann weggehst. Ja, ich weiß eh, ja. Weiß eh. Genau, wunderbar. Auf jeden Fall. Das, sobald man eine gewisse Höhe hat, wird das Ganze rausgezoomt, was super ist, weil sonst wird man sich eh nicht auskennen. Es ist eigentlich wirklich ein gut gemachtes, nett gemachtes Spiel. Warum sage ich das? Erstens mal, weil es grafisch wirklich was hergibt. Es ist schön animiert, es läuft flüssig. Sound finde ich einfach so genial bei dem Spiel. Weil die Soundeffekte so wirklich was hergeben. Genau, sehr realistisch sind. Und da jetzt halt eben von den Anzeigen unten ist alles ganz, ganz banal. Auf der rechten Seite haben wir einen Punktestand. Darunter dieses 2-0 ist, glaube ich, die Schiffe, die man versenkt Abschüsse hat. Und die Abschüsse danach. Nein, die Abschüsse werden auf der rechten Seite, man hast dann die Flugzeugsymbole.
werden angezeigt. Dann haben wir halt eben die Tankanzeige, eh klar. Je länger man in der Luft ist, desto mehr verliert man davon. Aber auch zusätzlich, je nachdem wie schwer beschädigt man ist, verliert man dann auch mehr Treibstoff. In der Mitte haben wir halt eben die Ego-Perspektive, ja, das, die erst wieder aktiviert wird. Den okay. Energielevel Drehung. Angeht, ist eigentlich die Oil-Anzeige. Ne? Drehung. Da ist doch nichts. Sag ja rechts. Ich weiß es nicht, ich habe es für Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ja, die Ölanzeige ist halt eben hauptsächlich deine Lebens... Okay, ja. Shit, jetzt kommt doch was von links. Kannst gleich einmal schauen, dass du den Zahn fällst. Wenn man angeschossen wird oder... wenn man angeschossen wird, wurscht von wem, kann auch sein, dass es so weit draußen ist, das Schiff. Weil es muss ja von irgendwo starten. Oh. Und normalerweise bilde ich mir ein... dass das Schiff halt eben da für solche Angriffe zuständig ist. Dass sie die Torpedoflugzeuge schicken. Und halt eben mit der Zeit, je schlechter man wird, oder was heißt, je schlechter man wird, wenn man halt eben angeschossen wird und Lebensenergie also quasi verliert. Mit dem ist das echt schwer. Dann spielst du mit dem Steuerkreuz. Das Problem ist nur an der Geschichte, sobald jemand wendet, wird er nicht mehr getroffen. Ballast abwerfen. Genau. Ja, also wenn man von Steuerung her, wenn man lange den Aktionsknopf drückt oder den Feuerknopf, dann schießt man die Maschinengewehre ab. Wenn man kurz drauf drückt, dann schießt man die Zweitwaffensysteme ab, je nachdem, was man geladen hat. So, er ist jetzt schon stark getroffen, man merkt es am Rauch. Und je nachdem fällt dann der Öldruck. Genau. Und halt eben auch die Leistung des Motors wird schwächer. Dann da links daneben sieht man halt eben, er hat noch drei Flugzeuge, das sind die Leben halt eben, die man hat. Und ganz links sieht man dann das Waffensystem, das man hat. Und. So, jetzt wird's kritisch. Ja. Na geh, das gibt's ja nicht. Jetzt muss ich den noch treffen. Ich würde oberhalb fliegen, bis du in der Nähe bist. Ja, du bist gleich weg. Ja. Ja, jetzt was machst du? Ich kann nicht mehr hochziehen, ich habe keine Leistung mehr. Bum, bum, kabum. Hey, du musst drücken, sonst geht's nicht weiter. So. 30 und Bomben, und das schaue ich mir an bei einer Hellkette. Was? 30 Bomben bei einer Hellkette. Ja, ja, das. So weit gehen wir gar nicht mit Realismus oder was. Er steht davor, du hättest nur 6 oder 8 Bomben drauf. Wie lange würdest du da brauchen, alleine für eine Insel? Die Geschichte ist, ich glaube, die gepanzerten Geschütze, die gingen ja nur mit der Rakete, glaube ich, zum Knacken. Habe ich ja gesagt am Anfang. Ja. Schön daneben. Immer daneben. Ich glaube, da müssen wir jemanden in die Flugschule nochmal. Oh ja, da! Das gibt's ja nicht. Ja, da probier wenigstens zu laden. Motorfahrkarten. Auf jeden Fall halt eben die Schiffe, die gegnerischen Schiffe, genauso wie dein eigenes können sie auch zerstören. Das ist natürlich dann der. Halt! Ja, normalerweise landet man von der Seite, also nicht von der anderen. Und da musst du dann raufdrücken, damit du den Sinkflug hast. Mhm. So, jetzt muss er einpacken. Genau. Feuerlöscher. Jetzt wird er repariert und er kann wieder auffüllen. Und Schiffe brauchen halt eben ein paar Torpedotreffer. Ich weiß jetzt nicht. Der Flugzeugträger, also unser Flugzeugträger, glaube ich, 3 oder 4, dann sinkt er. Gegnerische zwischen 2 und 4, was ich weiß. Dann hat man die eben auch versenkt. Ja, du kannst vielleicht noch den Torpedo abfetzen. Da war er. Ich hau mich mal vor dem. Geht's nein. Ach, schade. Kaboom. Das war der erste. Aber es ist noch alles im grünen Bereich. So, pass auf. Ich schreibe einmal den Code.
Ah. Chip Memory. Starte mal mit irgendwas, ist jetzt wurscht mit was. Ich weiß nur nicht mehr genau welche. Das war's. Ah. Das ist zum Beispiel unendlich viel Munition. Das können wir durchschalten durch die jeweiligen. Ah, das geht auch. Okay. Ja. Und ich kann dich auch unverwundbar machen, nur ich mach's nicht. Also du, unendlich viel also Leben können wir jetzt das selber machen. Ja, wie er jetzt so gut demonstriert, normale Bomben machen da nichts. Den Rest kann man mit den Bomben schön zusammenfetzen. Die Häuser bleiben hin, aber halt eben die ganzen Soldaten auf der Insel, die retten sich dann in die Bunkeranlagen. Und sobald die wieder besetzt sind, kommen wieder die Geschütze raus. Genau. Du kannst wieder umdrehen. Da rennen die Maxeln, deswegen ist auch ein Grund, warum es natürlich in Deutschland indiziert war, der Titel, weil er zu gewalttätig ist und man halt eben Maxeln zusammenfetzen kann. War bei uns natürlich in Österreich wurscht. Einer der wenigen Vorteile, die wir je gehabt haben in unserem Land, dass wir nicht so indiziert worden sind von der Regierung. Filmen und so weiter. Ja, ich habe ja gesagt, unverwundbar bist nicht, also dir geht es eh nicht gut. Aber das ist halt eben wahrscheinlich auch ein Grund, warum das damals so gut ankommen ist bei den Burschen, weil es halt eben eine. Raketen, bitte. Raketenmülle haben. Müsst doch wieder Bomben haben. Nein. Die sind schon weg. Ja, und die normalen Soldaten halt eben wurscht mit was, du kannst. Also, ob mit Maschinengewehr, Rakete, Torpedo oder Bombe, halt eben kann man die Maxeln zusammenfetzen. Ja. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin's gewohnt mit dem Composite Pro, das zum Spielen. Competition. Nein, Competition, ja. Composite der, Pro. Ja, der auch, ja. Ja, der nicht, weil das ist ein Videosignal. Solltest dringendst landen. Ja, mag ich. Tank durch da auffüllen, aber Unverwundbarkeit kriegst du nicht. Nein, ich bin nicht hart. Und das finde ich auch so süß, eben je nachdem, desto mehr Flugzeuge stehen am Flugzeugträger. Und normalerweise macht man das mit, naja, du verlierst immer mehr. Naja. Gib mir. Bitte. Gib mir das. Fliegen Sie. Nein, die wollte ich nicht haben. Ich weiß auch gar nicht. Aber wo ist das Schiff jetzt? Also? Ich weiß es nicht, wir können dann danach suchen. Ich kann ja auch mal in die andere Richtung fliegen, ist jetzt nichts dabei. Also, dass das so weit draußen ist. Ich glaube, es kann vorkommen. So, das haben wir mal. Ich weiß nicht, also mit der Zeit, wenn einem ein Spiel Fahrt wird oder was, dann macht man halt eben immer irgendwelche lustigen oder blöden Sachen. Und das hat man immer gedacht, wenn man Gas gegeben hat, dass dann auf einmal die Bomben einen anderen Rhythmus gekriegt haben oder. Ja, okay, das war jetzt auch nicht gerade so viel. Wenden! Er kommt von all auf uns zu. Das war knapp. Ja, ich weiß. Und halt eben solche Sachen dann von ganz weit oben bedeckt man alles, weil da oben ist man quasi sicher vor den ganzen Geschützfeuer und so. Und die, wenn man sie einmal zusammengebracht hat, was jetzt nicht allzu leicht ist, diese gepanzerten Bunkeranlagen zusammenzufetzen, dann haben sie jetzt nur mehr Zuflucht in den normalen Bunkeranlagen. Deswegen irgendwann bist du dann fertig und wenn man alle Maxeln von der Insel halt eben terminiert hat, dann gilt diese Insel als eingenommen. Sieht man dann, dass die Flagge eben weg ist. Genau. Sieht das aus? Na, oder? Na, ich bin zu weit.
Ja, ist noch weiter. Oder was ich auch gern gemacht habe, war dieser hier. Bei einem kannst du abfallen. Hey, da rennt einer! Da wische ich den. Aber das, wenn man aber nur diese, viele auf einmal die, diese, abfällt. Diese Feuerwand oder so, ne? Genau. Ja. Also, dass genau. Die richtig gehen, irgendeine Art Sprengkraft haben, die dann die restlichen zerreißt halt eben. Ja, was die irgendwann wird der Fahrt. Das ist so, ich werde mal kurz schauen, dass ich lande einmal. So den Tower einmal stören. Jetzt fliegen wir dann mal nach rechts, schauen wir mal, was dort ist. Und es ist ja eben, wenn du den Code jetzt nicht eingibst, es dauert wirklich lange, weil wenn du das Schiff. Zack, zack, über die. Wenn du das Schiff jetzt zerstören willst, jetzt hast du ein Torpedo, fliegst hin. Dreimal hin und her fliegen. Dann wieder landen und so irgendwas. Kannst du aber noch nach rechts starten. Ja, aber es ist umständlich. Weil wenn du zu früh in die Höhe gehst, dann bleibst du hängen. Und auch steuerungstechnisch ist es ein bisschen eigen. Ich weiß auch nicht, es geht. Ich habe es auch schon oft genug zusammengebracht, aber machen wir es mal so. Und selbst mit dem Code darfst du nicht, glaube ich, vier oder fünf Torpedos auf einmal ins Wasser lassen, weil das geht auch nicht. Dann zerstörst du auch die irgendwie. Mhm. Aber schauen wir jetzt mal, da ist jetzt noch eine Insel. Schauen wir mal, ob wir irgendwas treffen. Ich mach's einfach jetzt mit Just for Fun. Haha. Ja, doch, einiges erwischt. Und auch da eben, das ist eine Tagmission, gibt's Nachtmissionen auch. Da ist er, sag ich. Ah! Fuck! Das finde ich interessant, wie der so schnell starten konnte, quasi von einer stehenden Position aus. Ich meine, es hat es halt eben wirklich gegeben, dass teilweise die Flugzeuge auf so Schiffen drauf gewesen sind. Ja, hat er mal genommen. Da sieht man jetzt eh, wo er ist. Und wenn man es nicht weiß, es ist wirklich schwierig, Flugzeuge abzuschießen und sie loszuwerden. Hat der getroffen? Ich glaube nicht. Es war zu weit weg, glaube ich. Aber jetzt. Scheiße, die haben ihn abgefetzt. Das ist das Nächste. Wenn du nämlich am Boden fliegst, wenn du zu knapp am Boden fliegst, schießen sie aufs Wasser. Die haben ihn schon wieder abgefeuert. Das gibt's ja nicht. So, jetzt muss ich aber landen, weil sonst bin ich Meier. Weil der Motor wird nicht mehr lang durchhalten. Ich weiß nicht, vielleicht können wir noch den einen. Den Ding zusammenfetzen. Weil du brauchst eine eigene Taktik und die Taktik ist, er muss dich jagen und dann musst du steigen und dann musst du ganz schnell nach unten fliegen. Dann überholt er dich, aus irgendeinem Grund fliegt er aber weiter. Aha. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich ihn von da an schießen oder erschießen kann überhaupt. Ich glaube nämlich nicht. Ja, ich fliege nur nicht runter, weil ich möchte mich nicht zusammenfetzen lassen. Vielleicht schaffen wir es noch zurück. Nein, da ist nochmal. Naja, für heute Flugzeug geht nicht mehr aus. So, da können wir jetzt vielleicht noch was reißen. Na. Schauen wir lieber, dass wir landen. War Schlauch. Der will auch landen. Ja. Und der kommt nochmal retour. Tschüss. Parken. Nebel hinein, der ist vielleicht. Ja. Ja, und er kreist wie ein Haifisch. Ja, ich kreise. So, oh, der teast mich. Du hast nämlich einen kürzeren Anlauf. Ja, genau. Ja, schau, wie schnell der ist.
Ja, ja, na, die sind ganz schnell, wenn sie wollen. Und es ist auch schön, wenn du jetzt da keine Lust hast auf den und er holt wieder von hinten auf. Siehst du, der hat Mach 1 auf einmal. Dann musst du nur einmal kurz andeuten, ja, dann wendet er. Dass du wendest und dann wendet er nämlich. Aber da muss er bei mir in der Nähe sein, glaube ich, damit das gilt. Ja. Ein Geschenk. Ja, das geht leider nicht, wenn man mit der Bombe trifft oder so. So. Zwei Torpedos hintereinander abwerfen, nimmt er nicht? Nein, ich weiß nicht. Einmal und das ist schon ein Treffer, das gibt's ja voll wisch. Eieiei. Bist du deppert? Die haben aber nicht einmal geschossen. Ja, da war er noch halt aktiv. Nein, aber. Das war zu hoch. Ah! Das Ding sinkt eh schon. Ja, siehst du, hat nur einen Schuss haben wir gebraucht. Na, dann ist es ja doch nicht so tragisch. Und da musst du wirklich genau in der richtigen Linie sein, weil sonst erwischt er nicht. Das ist nämlich das Nächste. So, komm noch. Ich hoffe, es geht sie aus, weil ich habe keine Lust mit... Nein, es wird es nicht ausgehen. Doch. Ja. Nur es dauert auch sehr lang, bis man den Zaun fetzt. Und sonst musst du ihm halt eben hinterherjagen. Da gibt er jetzt nicht Gas und du musst halt eben Vollgas geben. Und irgendwann taucht das Heck halt eben auf. Ja. Ja, Motorschaden haben wir eh gleich wieder. Da musst du in der richtigen Höhe auch noch sein. Weil ich weiß, es bringt nichts. Obwohl er vor mir ist, hast du nicht die Reichweite. Erst jetzt da. Echt? Ja, wenn er aus dem Bildschirm... Geh komm, Alter! Jetzt wird es langsam lächerlich. Ja, jetzt in dem Video wäre man nicht einmal irgendwas, dass ich das Schiff versenkt habe, das war Zufall. Das war wirklich Zufall. Das war kein Können. Wobei ich mich auch nicht erinnern kann, dass das so schwierig war, an Torpedo abzufallen. So, jetzt haben wir eigentlich den Kiebe. So. Wupp! Jetzt bist du verwundbar. Da kannst du mit den Dinger. Raketen, da ist. Ja, einen hast du erwischt. Ja, einen zweiten hast du erwischt. Aber es ist schön gemacht von der Animation. Es ist eine gute Action. Eine gute Musik, muss man auch zugeben, obwohl es jetzt ein Ingame hast keine. Und wie gesagt, mörderisch oder sehr, sehr gute Soundeffekte. Genau. Und es macht einfach Spaß. Es ist wirklich schwierig. Ja, es macht Spaß, Leute umzubringen. Also, oder... Ein Anti-Aggro-Spiel. So, naja, theoretisch, das ist überhaupt das Beste, immer wenn man Sachen als Antikrieg bezeichnet. Weil ich habe oft genug schon gelesen, ja, Rambo 2 ist ein Antikriegsfilm. Stimmt auf einer gewissen Basis, aber ich würde es nie als Antikriegsfilm... Nein, aber ich meinte, das Spiel zu spielen, um selbst die Aggressionen abzubauen. Das war nicht. Ach so. Ja. Kann man ruhig so nehmen hier. Der eine macht so, der andere so. Was willst du denn? Also, wo tut man die? Was willst du denn haben? Raketen? Ja, ja, ja. Mit C. Also, C wie? Ich weiß nicht, ob es da eine größere Bedeutung dafür gibt. Ah. Es ist einfach C ist Waffe wechseln. M ist, glaube ich, unendlich viel Munition. Und jetzt sieht man unten rechts ein Schiff, deswegen eins. Und ein Flugzeugsymbol für wegen einen Abschuss. Also probierst von da schon die Dinger abzufetzen. Ich glaube, du hast das erwischt, weil es rot war. Ja. Weil wenn es weiß blitzt, genau, dann heißt es, ist ein Einschlag. Und wenn es rot ist, hast du irgendwas zerstört oder erwischt. Und eben auch beim
bei den feindlichen Schiffe, wenn du die angreifst mit den Raketen, kannst du die Geschütze am Deck kannst zerstören. Also das habe ich ganz vergessen, nämlich, weil deswegen haben die Geschütze auch nicht mehr gefeuert, weil er eben sinken war. Deswegen heißt diese eine Boyband auch NSYNC. Sie sind im Sinken gewesen. Oder vielleicht soll es Unsinkbarkeit bedeuten. Ich weiß nicht. Unsink, genau. Aber dadurch, wie gesagt, dass auch das ist noch nicht einmal eine so schwierige Mission, aber die kann sich so lang ziehen. Erstens mal, weil wir jetzt da mehr herumspielen, als was wir wirklich können und herzeigen. Ja. Aber selbst wenn man das Spiel richtig ernsthaft spielt, ja, das sitzt ewig dran. Ja, und was ja auch lustig ist, das Spiel hat kein Ende, was ich verstanden habe, wie ich mich damals dafür, also wie ich damals die Recherchen gemacht habe. Weil es gibt ein Video auf YouTube, wo einer das Spiel durchgespielt hat. Der hat dann selber dann gesagt, von wegen, er hat natürlich hier und da schneiden müssen und alles. Aber das Spiel, wenn du die letzte Mission fertig hast, fängt wieder von vorne an. Oder fängt wieder in irgendeinem anderen Schwierigkeitsgrad halt eben wieder an. Aber es soll kein richtiges Ende geben. Ja, ja, das ist ein Bombenpaket abwerfen, so da oben. Ja. Und wie gesagt, es ist nur ein Computerspiel. Es ist nur ein Videospiel, also falls da wirklich. Nein! Verdammt! Theoretisch so kann man auch Bunkeranlagen und sowas zerstören, wenn man crasht. Bis nochmal? Du wirst eine Insel fertig machen, nehme ich mal an. Naja, jetzt habe ich sie gleich. Ich sage, es ist nicht ganz so leicht, weil es ein kürzerer Anlauf ist und weil es nach rechts, ich weiß auch nicht, es ist schwieriger. Na gut. Nein, das muss gehen. Na, ja, ich habe es ja schon vorgemacht, das geht ja eh. Nur ja nicht den letzten Ding erwischen. Ja, genau. Genau, das macht ihr nicht. Also Kinder, nicht das letzte Bremsseil erwischt. Nicht nachmachen. Ja, das ist nicht da. Wie ein Noob startet er von der linken Seite. Ja, ja. Aber war halt eben auch schön, dadurch, dass man die verschiedenen Kampagnen oder Levels, wie auch immer, sich nehmen konnte, konntest du auch kurz, weil es war wirklich immer nur ein kurzer Spaß, exzessiv oder was, oder akribisch haben wir das Spiel nie gespielt. Und hast trotz dessen, dass du jetzt nur für eine halbe Stunde das Spiel gespielt hast, was anderes gespielt, was eine andere Karte war, andere Mission halt eben. Und viel mehr ändert sich ja eh nicht. Hat ja auch ich weiß gar nicht, haben sie das gemacht oder wollten sie das machen und ist es nie erschienen, Remake von dem Spiel. Aber alles, was ich davon gesehen habe, das hat nicht mehr, den Charme gehabt. Auch wenn teilweise die Grafik viel schöner war und so irgendwas, aber naja. Und von den anderen Versionen, das habe ich je in der Review erzählt und so, wie die sind und so. Und obwohl wir C64er gehabt haben, haben wir aber die C64er Variante nie gespielt, weil wir das Spiel wirklich erst am Amiga für uns entdeckt haben. Aber auch da muss ich zugeben, die C64er Variante, von der war ich schwerstens angetan, die ist richtig gut geworden. Das Einzige nur, wenn ich mich richtig entsinne, war das, dass du hast am C64er nur nur Nachtversionen gehabt. Das heißt, sie haben sich was gespart wegen einem schwarzen Hintergrund quasi. Also das Blau, das hätte es jetzt ausgemacht wahrscheinlich. Blau war zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar. Es war sehr teuer. Ja. Irgendwo ist einer noch drinnen. Ja, irgendwo. Ja, wahrscheinlich eben im letzten. Oder flieg einmal rauf, weil dann siehst du doch, ja, ein Bunker hat wieder angefangen. Manchmal gibt es ja auch das, aber das siehst du nur, wenn du ganz rauf fliegst, dass ein Soldat in die andere Richtung rennt, dann rennt er ja bis zum Ende von der Insel und dann wieder zurück.
bis er halt eben bei einer Bunkeranlage vorbeikommt, die noch reinlässt. Das war's! Yeah. All enemy forces on island have been destroyed. Punkt, Punkt, Punkt. Bonus! 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 1200 Points. Etc. etc. Genau. Was ja auch lustig ist, wie. Das hat so niedrig. Ich kann eine Action machen. So. Mhm. Ist das, das habe ich gestern, wie ich es nur geschaut habe, dass alles funktioniert. Ist mir noch eingefallen, was da noch dazukommen ist eigentlich. Ich glaube, das war die gleiche Zeit, wo wir uns die Fernsehserie angeschaut haben. Ja. Pazifikgeschwader 214 oder Fluggeschwader 214 hat es geheißen oder die schwarzen Schafe. Das war eine Fernsehserie über den Zweiten Weltkrieg, über den Pazifik, ja. Wo halt eben die Gruppe, um die es gegangen ist, genau. Amerikaner waren, die mit Hellcats, glaube ich, eben auch. Nein, das sind Corsair. Oder sind das die Crewmans? Die Corsairs haben es, glaube ich, nicht gehabt. Die sind auf der Insel stationiert gewesen. Die haben Corsairs gehabt? Okay. Nein, dann waren es die Corsairs. Die mir eigentlich besser gefallen. Ja, mit den sind cool. Aber das war ja damals ja nur wegen dem Riesenpropeller und dem Riesenmotor, damit es nicht streifen, deswegen haben sie die Flügel abgesenkt, damit sie das mit Fahrwerk ausgeht. Cool. Nein, aber eben, da ist mir noch eingefallen gestern, hey, warte mal, da hat es doch die Fernsehserie aber gegeben. Die hat die nicht anders geheißen. Im Vorfeld, wo ich nicht gegoogelt habe, habe ich mir gedacht, das war irgendwas so wie, nicht wie Hogan's Heroes, sondern irgendwas Punkt, 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 die Höllenhunde oder irgendwie sowas hätte ich mir gedacht. Aber ich habe dann gelesen gehabt, Fluggeschwader 214 oder Pazifikgeschwader 214 oder, wie es auch geheißen hat, die schwarzen Schafe. Und das weiß ich, die schwarzen Schafe, das haben wir, das hat es auf RTL oder irgendwie sowas hat sie gespielt. Ja, das war nämlich wirklich cool gemacht, weil es eben echte Flugaufnahmen auch waren. Ja. Und eben mit Originalmaschinen. Also bei den Japanern natürlich immer die Zero halt eben und bei den Amerikanern die Corsair. Es war aber jetzt nur am Rande witzig, aber es war immer ernst. Es war mehr ernst, es war mehr so wie Mission Impossible. Nein, ich würde es eher wie Mission Impossible die Fernsehserie, würde ich hernehmen. Ernster, also immer vielleicht hier und da ein Gag. Oder sowas in der Richtung. Es war nicht wie Hogan's Heroes oder wie das Käfig halt voller Helden, sowas jetzt nicht, sondern das hat schon... Ja, stimmt, Aber was ich immer lustig gefunden habe... Weiß gar nicht, wer hat denn der Bekannte oder die Hauptrolle gespielt? Keine Ahnung. Ich habe mir nur kurz geschaut wegen einem Namen. Aber was ich mich noch erinnern kann, war eben, da hat es ja einen Geschwaderkapitän gegeben oder einen Führer. Und der hat immer die meisten Abschüsse gehabt. Mhm. Vielleicht hier und da durfte ein Nebencharakter von dem Geschwader... Ja, darfst auch einmal jemanden abschießen. Und da hat es ja noch gegeben einen Gegenspieler. Die waren doch auf Bora Bora oder irgendwie sowas, waren die Stadt... Ich glaube, irgendwas mit Bora Bora war. Keine Ahnung, aber ich weiß nur, da hat es einen Gegenspieler gegeben, was auch so Geschwaderkommandant war von die Japaner. Und ab und zu haben sie sich getroffen und dann haben sie so einen Dogfight gemacht. Okay. Aber nie hat der eine den anderen wirklich abgeschossen. Ich weiß es nicht, wir haben nicht alle Folgen gesehen. Aber war eigentlich eine gute Serie, die wir uns gerne angeschaut haben. Und das ist halt eben auch, dadurch, dass es den gleichen Hintergrund hat oder die gleiche Szenerie, war das ja dann auch nochmal ein Ansporn von wegen, hey, ja, super. Und war ja immer am Anfang. Richtig, genau, ja. Und dann hat die Musik. Sirene, ja. Dann hat die Musik angefangen. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand anderes das noch kennt von früher, aber das war auch. Stimmt, ja. Na gut, Die Gameboy Color Variante habe ich damals auch in meiner Review herzeigt, deswegen brauche ich auch nicht über die reden. Da finde ich es noch immer schade, dass das halt eben ein Re-Release ist, eine verbilligte Version davon, aber trotzdem bin ich froh, dass ich selbst die habe. Und das soll es jetzt gewesen sein mit Wings of Fury, das Quickie-Projekt für den Commodore Amiga. Habe ich schon erwähnt, dass mein Bruder ist auch wieder dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe am Anfang, aber ist ja wurscht. Wenn nicht, dann schneide ich da raus, dann ist da dauernd schwarz. Und wir haben und verstellte Special Guests da. Hey! Ja, verstellte Stimme, weil die immer nur jemand im Schatten sitzt, von wegen die Umrissen. Ja, damals war das schon. Hoffentlich habt ihr Spaß gehabt beim Zuschauen. Wir wünschen euch natürlich wie immer einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Yo, man! Terror! Ich
bin Spike und das ist mein Dings. Und so. Ja. Splinter und. Weiß es nicht mehr. Aber ist ja wurscht. Was war das jetzt wieder? Terror? Nein, das war RTL Samstag Nacht, ja. War das, glaube ich. Das war der Ingolf Lück. Ja. Nein, Mirko Nonchef und der andere, der das Bernd das Brot erfunden hat. Den weiß ich jetzt noch nicht. Und das war das von wegen des. Die Hypes von Amerika nach Deutschland holen. Aha. Und dann von wegen, es gibt eine neue Sportart aus Amerika, also, das Ding, was zeigt und so irgendwas. Und das Extreme sowieso, genau, Terror. Jetzt Extrem Eier kochen, ja, okay. Terror! Das war, aber ich glaube, das war RTL Samstag Nacht. Ja, stimmt. Ja, richtig. Und mir hat eh schon jemand mal das hingeschrieben gehabt, der eine war der Splinter und der andere war das nicht mehr. Ja. Also mit Infos und so Ganzen. So, wurscht, egal. Das soll es jetzt gewesen sein mit Wings of Fury für den Commodore Amiga, das Quickie-Projekt. Mein Bruder war auch dabei. Wir wünschen euch natürlich einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video sehen solltet. Hoffentlich hat es euch gefallen und Mensch bleiben, gell. Tschüss. Baba. Baba.